Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, was die neue Steam Trading Cards Beta so alles mit sich bringt. Oder was das Ganze denn eigentlich überhaupt ist. Die Steam Trading Card Beta, momentan ist es noch in der Beta, darum Beta. Das ist ein neues Feature von Steam, das jetzt langsam eingeführt wird. Und als allererstes, wie kann ich daran teilnehmen? Ganz einfach, ihr geht auf steamcommunity.com/groups/tradingcards, wie immer steht es auch in der Beschreibung. Ihr joint einfach dieser Gruppe und somit seid ihr schon mal in der Warteschlange, um einen Beta-Key zu ergattern. Und wenn ihr dann so einen Beta-Key kriegt, dann kriegt ihr dann nochmal zwei extra Beta-Keys, die ihr euren Freunden schenken könnt, damit ihr das auch zusammen ausprobieren könnt. Also, das ganze System baut darauf auf, dass Spiele jetzt nicht nur einfach Achievements haben, sondern man kann sich dadurch noch Trading Cards verdienen. Die sind sowas wie hier auf der linken Seite, diese Karten hier. Und wenn man dann 5 oder 8 davon gesammelt hat, also je nach Spiele unterscheidet sich das dann. Momentan sind die meisten Valve-Spiele und auch noch Don't Starve im Ganzen enthalten, also in dieser Beta enthalten. Und wenn man dann genug davon hat, dann kann man sich neue Sachen freischalten für das neue Community-Profil. Ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, was das neue Profil denn so mit sich bringt. Ich muss, glaube ich, hier auf Profil, genau. Also, das neue Profil, ihr seht schon, vorhin gab es ja immer dieses Steam-Level, also das normale, das Rating hieß es, was von 1 bis 10 ging, und wenn man da ein paar Stunden online war, dann hatte man da schon 10. Und das war sehr uninteressant und da hat auch keiner richtig angeguckt. Und jetzt gibt es neu mit dieser Beta richtige Levels, die man aufsteigen kann. Man kann hier auch die Informationen noch ganz wie vorhin angeben. Man hat hier aber nicht mehr so viel Platz. Auf der rechten Seite werden die Sachen jetzt etwas mehr hervorgehoben und man sieht auch, welche Freunde denn welches Level haben und so weiter. Und hier sehen wir auch, dass ich ein Favorite Game festgelegt habe. Ich kann das Ganze auch ändern. Und wenn ich da auf Edit or Change Showcase gehe, dann sehen wir, dass ich hier noch eine ganze Liste auswählen kann. Ich kann hier zum Beispiel Achievement Showcase, wo ich dann meine Achievements zeigen kann, oder Game Collector, wie viele Spiele ich habe, Item Showcase, wo ich dann diese Items auswählen kann, egal woher, hier zum Beispiel aus Dota 2, und das lädt jetzt etwas. Genau. Und dann kann ich hier ein Item auswählen, Use this Item, und dann wird das da so aufgelistet. Ich kann auch Item Badge Collector, dann sehen wir alle Badges, die ich habe. Item Up for Trade. Wenn ich halt so traden möchte, kann ich das auch direkt jetzt im Profil zeigen. Diese Items hier sind zum Trade angeboten. Favorite Game. Custom Infobox, wo ich dann selber Sachen reinschreiben kann. Oder dann Favorite Group, wo ich dann zeigen kann, welche Gruppe ich gerne möchte. Recommendation Showcase, ein Spiel, das ich gerne, also das ich weiterempfehle. Workshop Showcase und Your Workshop Showcase, wenn ich selber was im Workshop hätte. Da ich jetzt nichts davon ändern möchte, breche ich das mal wieder ab. Und eine spezielle Sache ist, das kann man erst machen, wenn man Level 10 ist. Aber alle 10 Level kriegt man nochmal ein Showcase dazu. Das heißt, wenn ich jetzt Level 20 werde, dann kann ich hier noch ein zweites Showcase ranpflastern. Zum Beispiel meine Items oder so. Und so weiter. Also das ist jetzt noch in der Beta. Vielleicht wird das noch geändert alles.
Bisher ist es so und bisher ist es auch so, dass ich bis Level 10 immer 100 Erfahrungspunkte brauche, wie ich hier sehen, wie wir hier gemeinsam sehen können. Ich habe 1257 XP und bis Level 10 habe ich immer 100 XP gebraucht und von Level 11 bis 20 brauche ich dann immer 200 XP, darum steht hier auch 143 XP to reach Level 12. Und mit Level 21 muss ich dann 300 XP sammeln bis 30 und so weiter. Das steigert sich dann auch. Das ist auch noch in der Beta. Also das ist alles in der Beta und da wird auch noch angepasst, ob das denn so okay ist oder ob man das noch ändern sollte und so weiter. Dann sehen wir hier die Fortschritte unserer Abzeichen. Und da habe ich jetzt bei gewissen Spielen keine Card Drops mehr. Also das heißt, die restlichen Karten kann ich nicht einfach durch Spielen gewinnen oder kriegen. Die muss ich jetzt traden. Was noch nicht ganz klar ist, ist, ob das Ganze auch einen Reset-Timer hat oder so, wie bei Team Fortress 2. Eventuell könnte es sein, dass hier einmal die Woche alles resettet wird, dass ich dann wieder neue Karten finden kann, damit ich auch meine Sachen hier vollständig basteln kann. Jedes Mal, wenn ich hier, also wenn ich die Karten zusammen habe, kann ich mir ein Badge basteln. Das kann ich bis zu 5 Mal, soweit ich weiß. Es gibt dann auch sehr seltene Karten, diese Foiled Cards. Das sind dann eingepackte Karten oder keine Ahnung. Die haben aber keinen speziellen Wert sonst. Die sind momentan einfach nur rar und mehr auch nicht. Und eine Sache, die es noch gibt, ist, wenn ich hier 5 oder halt dann 8 und so weiter von diesen Karten zusammen habe, je nach Spiel, dann kann ich mir einen Community Badge, also einen Badge, nicht Community, das ist ein eigener Badge, aber einen Badge craften, den ich dann im Profil anzeigen kann, so wie diese hier. Und zudem habe ich dann noch eine Chance, oder momentan ist es 100%, kriege ich dann noch einen Background Image, also ein Hintergrundbild für meine Steam Page, die ich dann da reinpflastern kann, damit das jeder sehen kann. Ich kriege jetzt auch neu beim Chat irgendwelche Smileys, die ich dann machen kann. Und sonst gibt es eigentlich noch nicht so viel zu sehen. Das ist eigentlich auch schon der Hauptgrund für diese Beta momentan. Momentan ist es auch noch so, dass diese Karten einfach gedroppt werden. Da ist nichts, da muss man einfach in-game sein und dann droppen die. Nichts Spezielles. Später wird es dann auch so sein, dass diese Karten an Achievements gebunden werden. Das heißt, ich kann dann nur, wenn ich ein gewisses Achievement habe, Karten freischalten. Eventuell wird es dann auch diese Card Drops etwas erhöht werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass man diese einfach so kriegt, mit etwas Glück und nur limitiert, aber dann mit Achievements noch weitere Karten kriegen kann, die man dann nur mit Achievements freischalten kann und so weiter. Und wenn ihr Karten habt, und zwar doppelt, dann könnt ihr die auch traden. Ihr könnt die auch, wenn ihr die einzeln habt, traden. Nur doppelt macht halt dann Sinn. Und das Ganze könnt ihr auch im Community-Markt verkaufen. Das ist etwas Interessantes. Und da sehen wir jetzt auch schon, dass hier zum Beispiel diese ganzen Sachen hier, das sind alles Karten von der Steam Trading Beta. Auch hier alles Karten. Und jedes Mal, wenn man halt da voll hat, dann kann man wieder ein Badge craften, aber wir sehen schon, diese Karten, die kosten dann immer so um die 40 bis 90 Cent, je nachdem, und das kann dann auch schon etwas Geld bringen, wenn man da aktiv ist. Aber wie immer, denkt dran,
diese Karten kriegt ihr nur limitiert. Also vielleicht nicht einfach so verscherbeln, wenn ihr das später noch brauchen möchtet. Zudem möchte ich euch noch hier auf diese FAQ verlinken von Steam Trading Cards. In dieser FAQ steht eigentlich alles, was ihr wissen müsst oder was Wissenswertes vorhanden ist. Und da steht auch noch mal alles erklärt. Es ist zwar auf Englisch, sollte aber auch bald über auf Deutsch übersetzt werden. Und wir sehen hier auch Which Games Drop Trading Cards. Momentan ist es CSGO, Team Fortress 2, Dota 2, Portal 2, Half-Life 2 und Don't Starve. Und in diesem Sinne möchte ich euch wieder in die Weiten des Internets entlassen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt verkaufen wir halt noch das Jaha und das gibt uns dann wieder etwas Luft. So, Dialog braucht man im Racing nicht. Level Design ist sehr wichtig und AI ist halb wichtig. Die Punkte steigen wieder.